Geschätztes Publikum, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Bibliotalk mit dem Titel Widerstände gegen Gleichstellung, Männer, Meinungen, Institutionen mit René Levy. Herzlich willkommen, René Levy. Schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Shelley Berlowitz. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für Gleichstellung und führe Sie heute Abend durch diesen Bibliotalk. Anja Derungs, die Leiterin der Fachstelle, ist auch hier heute Abend und sie betreut den Chat für die Online-TeilnehmerInnen. Wir freuen uns natürlich, dass auch Sie zu Hause hoffentlich sehr zahlreich vor dem Bildschirm sitzen. Sie haben wahrscheinlich ein bisschen weniger warm wie wir, aber, und haben dafür vielleicht auch noch ein Glas Wein dazu, aber wir werden das dann später zu Hause nachholen. Dieser Bibliotalk ist eine Begleitveranstaltung im Rahmen der Ausstellung 50 Jahre Frauenstimmrecht. Was wollt ihr denn noch? Sie, die hier in der Bibliothek sitzen, haben vielleicht diese Ausstellung gesehen auf dem Weg nach oben. Sie ist noch bis zum im Dezember 2021 zu sehen. Das ist der Flyer dazu. Die Fachstelle für Gleichstellung hat ein Handout zusammengestellt, um die Inhalte der Ausstellung in einen historischen Kontext zu setzen. Dieses Handout finden Sie auf unserer Webseite oder eben, wenn Sie die Ausstellung besuchen. Diesen Bibliotalk führen wir hybrid durch. Also wir freuen uns sehr, eine sehr kleine, sehr feine Gruppe hier bei uns in der Bibliothek begrüßen zu dürfen. Seit langem haben wir wieder Leute hier. Damit alles funktioniert mit der Technik, sind heute Abend Stefanie Hettjens und Simon Rickli bei uns. Sie betreuen den technischen die technische Seite und werden dafür sorgen, dass keine Pannen passieren und wenn denn doch solche passieren sollten, dass sie schnell vorübergehen. Die Bibliothek zur Gleichstellung, in der wir uns befinden, ist offen, Corona-bedingt, aber immer noch auf Voranmeldung. Wenn Sie also Bücher ausleihen möchten, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail. Wir vereinbaren dann einen Termin. Wir stellen auch gerne Literaturlisten zu gewünschten Themen zusammen. Einige Bücher, vor allem des Referenten René Levy, haben wir heute hier ausgestellt. Auch einige Bücher, die zum Thema sind. Vielleicht sehen Sie das gleich in der Kamera, ich hoffe. Sehr gut. Für die Anwesenden, wenn Sie etwas davon ausleihen wollen, können Sie das gerne tun, noch heute Abend. Einige Sachen sind nicht in der Bibliothek, aber können bei René Levy käuflich erworben werden zu einem Vorzugspreis. Zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. René Levy wird zuerst ein etwa 40-minütiges Referat halten. Und dann sind Sie an der Reihe. Wir greifen Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge auf. Wer vor dem Bildschirm sitzt zu Hause, kann schon während dem Referat Fragen und Kommentare in den Chat schreiben. Falls Ihnen das nicht gelingt oder falls Sie das nicht tun wollen, können Sie alternativ auch ein E-Mail an Anja Derungs schicken. Sie hat ihr Mail-Account offen und wird Ihre Adresse jetzt gleich in den Chat schreiben, damit Sie wissen, wohin Sie sich wenden können. Die Anwesenden bitte ich um Geduld bis nach Ende des Referats für Ihre Fragen und Kommentare. Aber nachher freuen wir uns über eine spannende Diskussion. Zum Referenten des heutigen Abends. René Levy ist emeritierter Professor für Soziologie. Er lehrte an der Universität Lausanne. Und er ist sozusagen ein Gleichstellungsfachmann der ersten Stunde. Er hat zusammen mit Thomas Held das Buch, ich zeige es schnell in die Kamera, Die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft geschrieben. Die erste Auflage, dieses ist die zweite Auflage, aber die erste Auflage des Buchs kam bereits 1974 heraus. Seither hat sich René Levy in vielen Publikationen Fragen der Gleichstellung gewidmet. Seine Forschungsinteressen sind soziale Schichtung, soziale Ungleichheit,
Geschlechterverhältnisse und Lebenslaufanalyse. Heute Abend referiert er über Widerstände gegen Gleichstellung. Eigentlich, wenn man jemanden fragt, ist per se grundsätzlich niemand dagegen. Alle sind dafür, haben vielleicht irgendwelche, finden sie sei schon erreicht, aber grundsätzlich per se ist das Thema Gleichstellung nicht kontrovers. Was ist eigentlich das Problem, fragen wir uns. Wie kommt es, dass Gleichstellung 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts immer noch von Frauen und Männern immer noch nicht erreicht ist, obwohl doch alle dafür sind? René Levy wird uns heute einige Antworten liefern und mit uns diskutieren. Gerne übergebe ich dir das Wort, René. Vielen Dank für diese Einführung. Sehr geehrte Damen, zu Ihnen hier und heute nach 50 Jahren Stimmrecht für Schweizer Bürgerinnen über die Gleichstellungssituation zu sprechen, hat für mich einen gewissen Nostalgiewert. Shelley hat das schon angedeutet. Als junger, noch nicht ganz fertig gebackener Soziologe hatte ich die Chance, zusammen mit Thomas Held von 1970 bis 1973 die praktisch erste soziologische Studie über die Situation der Frauen in der Schweiz durchzuführen. Und wie Sie sehen, war der Umschlag der Erstauflage des Buches ein verstecktes Augenzwinkern ans Buch von Iris von Rothen. Ich glaube, seinerzeit hat das niemand gemerkt. So unbekannt hat man sie damals gemacht. Dies war meine berufliche Begegnung mit dem Gender-Thema. Es hat mich seither nicht mehr verlassen. Veröffentlicht wurden unsere Resultate, wie Sie gehört haben, 1974. In der damaligen Aufbruchszeit nach 68 hatten wir als schlimmstmögliche Eventualität ihr Totschweigen befürchtet. Was eintraf, war aber ein Medienradau, auf Neudeutsch ein Shitstorm, dessen Wellen ein Jahr lang so hoch gingen, dass wir ernsthaft um unsere noch ausstehende Promotion fürchteten. Das wäre wohl heute nicht mehr denkbar. Noch eine zweite Erinnerung zu unserem Thema, dann sind die Anekdoten vorbei. Anfangs 1971 nahm ich an einer Fernsehdiskussion zur damals unmittelbar bevorstehenden Abstimmung teil. Jürg Tobler, der Journalist, der die Diskussion leitete, sagte mir damals, es sei sehr schwierig gewesen, noch eine weibliche Persönlichkeit zu finden, die bereit war, den gegnerischen Standpunkt zu vertreten. Ironischerweise fand er sie in der Aristokratin Anne-Marie von Suri von Rothen, der Schwägerin von Iris von Rothen. Durch die private Hintertür dieser beiden Anekdoten sind wir mitten in unserem Thema angelangt. Es hat sich offenbar schon etwas geändert. Das ist mein Programm für heute Abend. Zuerst zu dieser Halbwegssituation. Es hat sich etwas geändert, aber wir sind noch nicht so weit. Dann eine kurze Bilanz. Dann, weshalb nicht weiter, das ist eigentlich mein Hauptthema, nämlich, dass es nicht einfach langsam geht, sondern dass es Widerstände gibt und man sich darum kümmern muss. Und schließlich einige vorwitzige Bemerkungen darüber, wie weiter. Also, beginnen wir mal mit diesem ersten Thema. Mit etwas Toleranz für die Jahreszahlen gibt es in Sachen Gleichstellung gleich drei Jubiläen zu feiern. 50 Jahre politische Gleichstellung, 40 Jahre Gleichheitsartikel in der Bundesverfassung und 25 Jahre Gleichstellungsgesetz. Ob man den Rhythmus dieser Schritte im Bereich der Gesetzgebung als schnell oder langsam empfindet, hängt von der Perspektive ab, das ist klar. Angesichts der langen Geschichte der Ungleichheit kann die Zeit als relativ kurz erscheinen, aber das ist natürlich kein Argument gegen die berechtigte Ungeduld heute. Doch ist es meistens so,
dass Gesetze gesellschaftlichen Wandel nicht einleiten, sondern ihm angepasst werden, wenn er schon fühlbar geworden ist. Die Verhältnisse werden nicht in allen Familien egalitär, nur weil die Ungleichheitsartikel im Zivilgesetzbuch gestrichen worden sind. Die rechtliche Regelung ist nur ein Teil unserer Genderordnung und wahrscheinlich auch nicht der folgenreichste. Wir müssen also unseren Fokus weiter fassen als den rechtlichen Rahmen. Das war die Werbesendung des Soziologen, die Sie nicht erstaunen wird. Vor dem Versuch, auch nur oberflächlich Bilanz ziehen, will ich das Ergebnis vorwegnehmen. Die Sache der Gleichstellung ist deutlich vorangekommen, aber ihr Ziel hat sie noch lange nicht erreicht. Grosso modo zeigt also das Glas eine volle und eine leere Hälfte. Bevor wir überlegen, wie man weiterkommen kann und wo man dafür ansetzen muss oder wie man dafür ansetzen muss, mache ich eine kleine Auslegeordnung. Auch wenn selbst der patriarchalische Teufel sich oft in Details versteckt, muss das in der kurzen Zeit aus relativ großer Flughöhe geschehen, sonst wären wir mindestens ein halbes Jahr unterwegs. Also wo stehen wir heute? Ich stütze mich hier auf 4 kürzliche Bilanzierungen. Auf der Rangliste der Gleichstellung der Geschlechter des WEF, des World Economic Forum, gehört die Schweiz zu den besten 10 Ländern der Welt. Wenn man genauer hinsieht, zeigen sich aber große Unterschiede je nach Analysefeld. Besonders fällt ihr konstant schlechtes Ranking bei der Stellung der Frauen im Erwerbsleben auf, vor allem wenn es um höhere Führungspositionen geht. Zweiter Bilanzierungsversuch. Nach der 4. UNO-Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995 verabschiedete die Schweiz für 13 Themenfelder nicht weniger als 287 Maßnahmen, um die Gleichstellung voranzubringen. Die auf diesem Raster beruhende Gleichstellungsbilanz der Schweiz über die 15 Jahre von 1999 bis 2014, veröffentlicht vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, bleibt unbefriedigend. Zwar wurden bemerkenswerte Neuerungen und Verbesserungen realisiert, unter anderem die fast vollständige rechtliche Gleichstellung, eben die Einführung einer Mutterschaftsversicherung und die Tatsache, dass heute rund 3/4 der Mütter erwerbstätig sind. Sein Können, sein Müssen ist eine offene Frage. Trotzdem sind viele Herausforderungen geblieben, namentlich die Geschlechtersegregation in Berufsbildung und Arbeitsmarkt sowie die ungleiche Verteilung der Haus- und Care-Arbeit. Auch sind weitere bisher wenig beachtete und weniger bearbeitete Themen ins öffentliche Blickfeld gerückt, wie die Geschlechterstereotypen, obwohl das eine ganz alte Geschichte ist, und Gendergewalt. Dritter Bilanzierungsversuch, der Synthesebericht des Nationalen Forschungsprogramms 60 zur Gleichstellung der Geschlechter, kommt aufgrund vertiefter Analysen zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie die eben besprochene Bilanz. Deshalb nenne ich es einfach, ohne darauf nochmals im Inhalt einzugehen. Und viertens vergleicht man die Schweiz mit den Ländern der EU anhand des Gender Equality Index Reports, der besonders gut konzipiert ist, zeigt sich erstens eine ähnliche Halbwegssituation für praktisch alle europäischen Länder, mit Unterschieden natürlich, sind nicht alle gleich weit zurück und so. Und zweitens eine vielleicht überraschende genderpolitische Gemeinsamkeit, die auf die gesamte Gesellschaft gesehen deutliche Unterversorgung im vorrangigen Politikfeld der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für Männer und Frauen. Dass Wandel in Richtung Emanzipation langsam erfolgt, ist aber kein Naturgesetz und zur Erklärung des aktuellen Gleichstellungstempos ungenügend. Die Langsamkeit wird sozial produziert. Die Gleichstellungsarbeit trifft auf vielfältige Widerstände. Darüber möchte ich nun einiges sagen. Zunächst also zur Misogynie, zur Frauenfeindschaft, was immer sie für Formen annimmt, auf individueller Ebene
durch Männer vor allem. Es gibt sicher auch einige misogyne Frauen, aber das ist ein Spezialthema, das ich hier nicht behandeln will. Kate Millett, eine der Vordenkerinnen der zweiten Feminismuswelle in den USA, formulierte 1971 eine grundlegende Einsicht in die Interessenlage von Männern in einer patriarchalischen Gesellschaft. Sie profitieren vom alltäglichen Sexismus, ohne ihn erst noch erfinden zu müssen. Denn er besteht schon und privilegiert sie gegenüber Frauen. Dies ist besonders für jene Männer wichtig, die nach anderen Statuskriterien unterprivilegiert sind, also sich ungünstig vergleichen mit anderen Männern in derselben Gesellschaft. Millett sagt das ganz undiplomatisch so: A truck driver or a butcher, ich weiß nicht, was sie gegen diese beiden Berufe hat, has always his manhood to fall back upon. So geigig das tönen mag, es spricht einen fundamentalen Mechanismus der Statusmechanik, der Statusdynamik an, den man nicht leicht nehmen sollte. Diese Dynamik macht verständlich, weshalb die patriarchalischen Verhältnisse, die wir heute kennen und die vom Bürgertum des 18. und 19. Jahrhunderts geprägt wurden, in den benachteiligten Schichten der Gegenwartsgesellschaften besonders stark verbreitet sind. Wer nach den im gesellschaftlichen Vergleich üblichen Statuskriterien schlecht gestellt ist, tendiert ganz besonders dazu, andere Kriterien in den Vordergrund zu stellen, nach denen er oder je nachdem auch sie besser dasteht. Für Männer eignet sich eben dafür der Sexismus allemal, also das Beharren auf der Vormachtstellung als Mann. Insofern können Männer, auch unabhängig von ihrer Sozialisierung und ihren persönlichen Wertorientierungen, ein statusbedingtes, also strukturelles Interesse daran haben, an der patriarchalischen Ordnung festzuhalten. Dies macht deutlicher, dass Gleichstellungspolitik eben einem Nullsummenspiel gleicht. Wenn die frühen Verlierer bzw. Verliererinnen ihre Stellung verbessern, trauern die vorherigen Gewinner ihren Privilegien nach. Der von Millett genannte Mechanismus greift natürlich nicht automatisch. Man kann auch anders denken und handeln, auch gegen seine situativen Interessen. Aber die Gründe dafür können stark sein. Es ist auch nicht natürlich die einzige Motivation, die Individuen zur einen oder anderen Form von Misogynie bewegen können. Deshalb ist sie auch kein Monopol unterprivilegierter Männer. Besonders wichtig ist sie mir in unserem Zusammenhang jetzt, weil sie strukturbedingt ist, nicht ideologisch, nicht stereotypenbedingt, aber auf der individuellen Ebene funktioniert. Dies ist natürlich auch nicht der einzige Mechanismus, der ungleich organisierte Paare hervorbringt. Sozial besonders privilegierte Männer haben leicht einen beträchtlichen Statusvorsprung gegenüber ihren Frauen, was ebenfalls ungleiche Verhältnisse im Paar schaffen kann. All dies dürfte mit ein Grund dafür sein, dass Feminismus oft in mittleren sozialen Schichten ein besonders günstiges Entwicklungspotenzial findet. Diese frauenfeindliche Statusdynamik beruht nicht in erster Linie, ich sage das nochmals, auf sozialisierten Werten, Normen oder Überzeugungen, sondern darauf, wie die Gesellschaftsstruktur verfasst ist und auf der Position, die Individuen, besonders eben individuelle Männer, in dieser Struktur innehaben. Natürlich spielen auch kulturelle Inhalte, besonders Stereotypen, eine Rolle, aber eine nicht vernachlässigbare Form von männlichem Widerstand resultiert aus der sozialen Lage der Männer und nicht aus ihrer Ideologie. Die sexistische Kultur unserer Gesellschaft ist in allen sozialen Schichten vorhanden und sie stellt insofern überall eine, sagen wir, eine Rechtfertigungsreserve für Diskrimination dar. Es wird aber unterschiedlich auf sie zurückgegriffen. So viel zur individuellen Ebene. Darüber ließe sich natürlich auch sehr viel mehr sagen, aber ich möchte jetzt weitergehen zur Genderkultur. Also zum Reich der Meinungen,
Ansichten, Überzeugungen, Selbstverständlichkeiten, die sozial geteilt werden. All dies rechne ich zur bestehenden Genderkultur, die nach wie vor eben weithin verbreitet ist. Genderstereotypen sind nicht nur in einem statischen Sinne einfach da und verbreitet. Sie werden zwischen den Generationen aktiv weitergegeben. Sie werden durch Alltagserfahrung und Sozialisierung in unsere Identitäten eingebaut. Also so wie wir uns selber finden, fühlen, können durch Autoritäten bestärkt oder auch in Frage gestellt werden. Und sie werden nach wie vor regelmäßig reaktiviert, besonders von der Werbung, aber auch in der Schule, in den Medien, gerade auch in den digitalen, im Vereinsleben, durch religiöse Zeremonien und so weiter. Reaktiviert wurden sie übrigens auch von der Corona-Epidemie. Forschungsresultate aus Deutschland und der Schweiz zeigen, dass es in erster Linie die Frauen sind, das wird Sie nicht erstaunen, die ihre Erwerbstätigkeit einschränken oder ganz aufgeben, wenn Kitas und andere Einrichtungen der außerfamiliären Kinderbetreuung aus Pandemiegründen geschlossen werden. Und Männer umgekehrt konnten ihr Stressniveau während der Pandemie eher senken als Frauen. Auch viele andere Resultate bestätigen, dass Kinderbetreuung, aber auch die Betreuung erwachsener Pflegebedürftiger im Verwandtschaftsnetz nach wie vor weitgehend als Sache der Frauen behandelt wird. Ich zeige das gleich noch etwas konkreter. Meinungen sind also nicht nur individuelle Vorstellungen, die gesellschaftsweit funktionieren, weil sie einfach von vielen Individuen geteilt werden. Sie können kulturell verankert sein, aber auch identitär oder ideologisch gefestigt. Sie können darüber hinaus institutionalisiert sein. Etwa dann, wenn in Schulbüchern systematisch Frauen und Männer mit Genderstereotypen Rollen, Identitäten und Fähigkeiten gezeigt werden. Sie kennen das alle. Jungen kümmern sich um Velos, Mädchen um Blumen. Dies ist besonders dann wirksam, wenn es im entsprechenden Fach weder um Velos noch um Blumen und auch nicht allgemein um Gender geht, sondern um etwas völlig anderes, zum Beispiel um Mathematik. Die Aufmerksamkeit ist dann auf die Mathematik gerichtet. Sie wird bloß pädagogisch an etwas konkretisiert, das als unproblematisch oder gar selbstverständlich gilt und deshalb als verständnisfördernd oder motivierend eingesetzt werden kann. In diesem Beispiel halt an den Gender-Stereotypen. Auch im Bereich der Vorstellungen kann man übrigens von Strukturen sprechen. In diesem Falle geht es um inhaltliche Verknüpfungen. Dazu gehört, dass eine gleichstellungspolitisch unverfängliche Überzeugung den Weg zu massiveren Ungleichheitsidealen erleichtert. Wer denkt, Mann und Frau seien andersartig, akzeptiert leichter die inhaltlich durchaus andere Vorstellung, Frauen seien weniger stark, weniger intelligent, weniger technisch begabt oder was immer, kurz weniger wert als Männer. Also Diversität ist gewissermaßen ein Einstieg in die Ungleichheit, ins Akzeptieren von Ungleichheit. Allerdings ist es nach einigen Jahrzehnten mit öffentlicher Gleichsetzungsrhetorik nicht mehr politisch korrekt, die Unterordnung der Frauen unter die Männer zu befürworten. Wir haben das schon im Beispiel der Tante von Zuri gesehen. Deshalb verstecken sich solche Vorstellungen häufig hinter der Behauptung, Frauen seien halt anders oder eben neudeutsch divers. Oft ergänzt durch den pietätvollen Zusatz, das sage überhaupt nichts darüber aus, wer nun besser sei. Eine nochmals verfeinerte Form von verstecktem Sexismus ist die Aussage, wir leben jetzt im Zeitalter des Postfeminismus, die Gleichheit sei längst akzeptiert und deshalb gar kein Thema mehr. Deshalb ist es auch wichtig, die beiden miteinander verbundenen, aber nicht identischen Ideen von Andersartigkeit und Ungleichheit nicht miteinander zu vermischen und sich vom scheinbar egalitären Unterschiedlichkeitsdiskurs nicht davon abhalten zu lassen, genauer auf hierarchisierende Tendenzen zu achten.
Nur ein konkretes Beispiel einer nicht offen sexistischen Überzeugung mit klar sexistischen Implikationen. 2018, also vor 3 Jahren, meint noch ein gutes Drittel der Männer und doch auch ein Viertel der Frauen, es schade Kindern im Vorschulalter, wenn ihre Mutter berufstätig sei. Unausgesprochen hört man die Bewertung mit, es wird aber nicht ausdrücklich gesagt, berufstätige Mütter kleiner Kinder seien egoistische Rabenmütter und Kindererziehung sei allemal Sache der Frauen. Zwar nimmt in dieser Grafik der Anteil jener zu, die diese Vorstellung zurückweisen, auch sind weniger Frauen mit ihr einverstanden als Männer, aber es handelt sich immer noch um nicht vernachlässigbare Minderheiten. Und vermutlich ist wegen der verbreiteten Political Correctness bei dieser Frage mit einer ebenfalls nicht vernachlässigbaren Dunkelziffer zu rechnen. Stellen wir nun diesen normativen Vorstellungen das praktische Verhalten gegenüber. Die Erwerbsverläufe der Frauen zeigen mehrheitlich einen Knick beim Übergang zur Elternschaft, nicht aber die der Männer. Dieser Übergang ist der Moment, in dem sich auch viele egalitäre Paare retraditionalisieren, und zwar unabhängig von ihren Absichten. Konkret heißt das, dass nur etwa ein Drittel der Frauen ein volles Berufsleben führen, ihr Leben lang. Und das muss ich Ihnen ganz kurz erklären. Bei diesem Schema, es handelt sich um Informationen über dieselben Personen, die wurden retrospektiv erhoben. Also man hat die Leute für alle Jahre seit ihrem 16. Lebensjahr gefragt, was ihre vorwiegende Tätigkeit pro Jahr gewesen war. Sodass sie hier im Prinzip eine Säule haben für jedes Altersjahr, in dem alle Leute mit diesem Alter aufgezeichnet sind, nach dem Verhältnis, in dem in Prozenten die eine oder andere Tätigkeit vorwog. Also zunächst das Dunkelblau ist die Ausbildung. Also man sieht hier, ach Entschuldigung, das war nicht die Meinung. Oh Gott. Diese dunkelblaue Fläche hier zeigt, wie viel Prozent in welchem Altersjahr noch in der Ausbildung sind. Sie sehen, dass das sehr langsam bis zuletzt abnimmt und dann eben ersetzt wird durch Vollzeiterwerbstätigkeit. Ich komme nicht drauf. Aber Sie können das wahrscheinlich einigermaßen entziffern. Was man hier sieht, ist eben das, was wir den Vollzeiterwerbsverlauf genannt haben. Ein Verlaufstyp, der sich sehr klar profiliert. Und der zutrifft auf einen Drittel der weiblichen Lebensläufe. Dabei handelt es sich vor allem um jene Frauen, die keine Kinder haben. Viele andere reduzieren ihre Arbeitszeit bleibend. Das ist der Fall von 23, also einem Viertel der Frauen. Die nächste Grafik. Das heißt, sie gehen nach einer anfänglichen Phase der Vollzeiterwerbstätigkeit auf Teilzeit zurück und bleiben dabei. Oder sie unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit für einige Jahre. Ich habe eine, aber merci. Das ist das komplexeste Ablaufmodell. Nach der Ausbildung kommt eine Phase Vollzeiterwerbstätigkeit. Die wird unterbrochen zugunsten der vorwiegenden Familientätigkeit. Und dann erfolgt sehr allmählich eine Rückkehr in die Arbeitswelt, aber nur noch zur Teilzeit, bis dann die Pensionierung einsetzt. Und schließlich, das sind immerhin 30% der weiblichen Verläufe, und eine Minderheit von 13% zeigt das ganz traditionelle Schema des definitiven Austritts aus dem Erwerbsleben. Insgesamt reagieren also 2/3 der Lebensläufe von Frauen deutlich auf das Vorhandensein von Kindern in ihrer Familie. Ich muss vielleicht noch
hinzufügen, das haben Sie implizit schon gemerkt, dass hier nicht nur verheiratete Frauen erfasst sind oder Frauen mit Kindern, sondern alle Frauen, also auch die Ledigen und diejenigen, die ledig bleiben oder die sonst kinderlos bleiben, sind alle Frauen mit drin. Es reagieren, wie gesagt, 2/3 der Lebensläufe von Frauen auf das Vorhandensein von Kindern. Dasselbe ist bei männlichen Lebensläufen nicht zu sehen. Dies läuft auf eine Retraditionalisierung der Paare hinaus, wenn sie Eltern werden. Und diese Retraditionalisierung ist offenbar nicht leicht rückgängig zu machen, mindestens im Kontext der Schweiz und in ähnlichen, sozialpolitisch ähnlich gelagerten Ländern, und hat deshalb auch langfristige Folgen. Zu diesen Folgen gehört namentlich, dass sie zu einer finanziellen und damit machtmäßigen Schlechterstellung der Frau gegenüber ihrem Partner führt, jedenfalls in den meisten Fällen. Zweitens, dass sie ein Unzufriedenheitspotenzial und Konfliktpotenzial im Paar schafft, das bleibend ist. Und drittens, dass sie ein gendertraditionelles Sozialisierungsmilieu für die Kinder dieses Paares schafft und aufrechterhält. Kinder und deren Identitätsbildung. Diese Retraditionalisierung ist wohlgemerkt kein historischer Trend, sondern wird jedes Mal jeweils von der Geburt des ersten Kindes im Paar ausgelöst. Wie gesagt, ist sie unabhängig von der Absicht der Partner. Sie machen, etwas einfach gesagt, dabei also nicht, was sie wollen, sondern passen sich in die Möglichkeiten und Zwänge ein, in denen sie sich vorfinden. Wir müssen uns deshalb auch für die institutionelle Umwelt interessieren, in der sich Paare einzurichten haben, wenn sie Eltern werden. Sie kennen höchstwahrscheinlich den Begriff des Doing Gender. Gemeint ist damit, dass unser gesellschaftlicher Auftritt als Mann oder Frau mit allem, was an Identität, Sprechweise, Körpersprache, Gestik, Interaktionsstilen und Ähnlichem dazugehört, nicht geheimnisvollen Urkräften entspringt, deren Automaten wir wären, sondern von uns in Interaktion mit unserer Umgebung aktiv hervorgebracht wird, wenn auch oft unabsichtlich oder sogar unbewusst. Meine heutige Hauptthese ist, es gibt nicht nur individuelles Doing Gender, sondern auch institutionelles. Institutionelles Doing Gender, ich habe etwas Verspätung, institutionelles Doing Gender ist besonders einflussreich, weil es oft als Nebenwirkung des Verfolgens anderer Zielsetzungen durch die Institutionen auftritt, die allgemein akzeptiert werden, und weil wenige Institutionen mit ihrem Funktionieren eine große Zahl von Männern und Frauen beeinflussen. Mit Institution meine ich hier Organisationen oder andere soziale Gebilde und ihre Funktionsweise, also zum Beispiel Schulen, Unternehmungen, Familien und Verwandtschaft, Vereinsleben, Freizeit, Konsum, Verkehrssystem, Politik. Es geht auch hier mit der Gleichstellung nicht nur vorwärts. Dafür möchte ich nun etwas Zeit verwenden auf ein einziges Beispiel, nämlich eine kleine Fallstudie über die kantonalen Gleichstellungsbüros. 7 Kantone in der Schweiz haben gar nie eine Fachstelle zur Gleichstellung eröffnet. Wir werden uns in dieser Grafik etwas bewegen. Ich erkläre sie deshalb jetzt nicht pauschal, sie erklärt sich, glaube ich, ziemlich gut von selbst. Sie sehen die Liste dieser Kantone rechts. Obwohl die Bundesverfassung sie laut Bundesgericht dazu verpflichtet. Andere haben ihr einmal gegründetes Büro nach einer gewissen Zeit wieder geschlossen. Das ist der Fall von Aargau, Zug und Nidwalden. Bis 2006, Höhepunkt, hatten 19 Kantone ihr Gleichstellungsbüro, wovon Obwalden und Nidwalden sich eines teilten. Es gab also für die 19 Kantone nur 18 Büros. Seither ist diese Zahl auf 15 zurückgegangen. Beispiel einer potemkinischen Fassade
im Kanton Uri gibt es nicht einfach gar nichts. Zwar kein Büro, zwar auch keine Kommission, aber ein Nebenamt. Aber ein Nebenamt, das jedoch nicht proaktiv handeln soll, nach dem Motto, nur bitte keine Initiativen ergreifen. Spricht all das von Postfeminismus als gesellschaftlicher Wirklichkeit und neuem Zeitgeist? Realitätsnäher ist sicher die Feststellung, dass sich in den kantonalen Vorstößen zur Wiederabschaffung ein vielgestaltiges politisches Seilziehen abspielt, in dem teils die eine, teils die andere Seite überwiegt. Ich möchte das noch etwas detaillieren, weil ich es so kurios finde. Nach dem anfänglichen Frauenbüro-Boom in den frühen 90er Jahren, ich glaube, Claudia hat diesen Begriff geprägt, gab es zwei Wellen der Infragestellung. Eine erste um 1995 war politisch vor allem von den bürgerlichen Parteien getragen, die als staatstragende Parteien ja auch mehrheitlich für das Scheitern der früheren Vorstöße zur Gleichberechtigung verantwortlich waren. Diese Verantwortung haben sie offenbar noch nicht ganz abgelegt. Eine zweite Welle seit 2003 steht direkter mit dem Aufschwung der SVP in Verbindung, welche die Abschaffung der Gleichstellungsbüros sogar in ihrem Parteiprogramm festschrieb. Da steht es heute noch. Sie waren nicht immer erfolgreich mit ihren Vorstellungen. So unternahmen 2018 im Kanton Bern ein EDU und drei SVP-Parlamentarierinnen einen Schließungsvorstoß, übrigens mit dem Postfeminismus-Argument, den die Mehrheit ihrer Parlamentskolleginnen und Kollegen ablehnte. Sie sehen, die vielfältigen Vorstöße sind ein aufschlussreiches Terrain politischer Kreativität. Mal werden bestehende Büros wieder abgeschafft oder durch eine weniger bisskräftige Kommission ersetzt. Mal beschneidet man ihr Potenzial, das heißt ihre Kredite und ihre Stellenzahl. Mal fusioniert man sie mit anderen Fachbereichen. Wen wundert es 2 bis 3 Mal mit dem genderintuitiv offenbar eng benachbarten Bereich Familie? Einmal sogar mit Alter im Fall des Kantons Aargau. Oder eine endlich vorbereitete Schaffung wird dann doch nicht realisiert, so geschehen im Wallis. Hinter dieser Gründungskurve steckt also ein intensives und vielgestaltiges Hickhack. Von generalisierter Akzeptanz und Selbstverständlichkeit keine Rede. Dementsprechend erweist sich denn auch die bürgerliche Mehrheit auf Kantonsebene als nicht besonders emanzipationsfreundlich, jedenfalls nicht, was die höchste kantonale Machtebene angeht. Die drei bürgerlichen Parteien stellen wesentlich tiefere Frauenanteile in den Kantonsregierungen als die SP und die Grünen. Auch Wirtschaftskreise und ihre politischen Wortführerinnen sind in Sachen Gleichstellung mehr als zurückhaltend und rufen immer wieder dazu auf, daraus keine Staatsaufgabe zu machen. Als ob Menschenrechte Privatsache wären. Konkrete Illustration: Die im Weltstand bekannte liberale Wattenländer Kantonsrätin und Rechtsprofessorin Suzette Sondeau erklärte ihren Ratskolleginnen und Kollegen 1990, die Gleichstellungsbüros seien eine Institution pour intellectuel snob de gauche, au mieux inutile, au pire nuisible par l'exaspération ou l'indifférence qu'il génère. Also eine Einrichtung für hochnäsige Linksintellektuelle, bestenfalls unnütz, schlimmstenfalls schädlich, durch die Verärgerung und die Indifferenz, die sie provozieren. Schwächung oder Abschaffung von Gleichstellungsorganen, das Portieren vorwiegend männlicher Regierungskandidaturen durch Parteien, entsprechende politische Vorstöße in Legislativorganen betreffen direkte institutionelle Formen von Doing Gender. Sie tragen gezielt zur Aufrechterhaltung der bestehenden Genderordnung bei und sind deshalb auch relativ gut identifizierbar und allenfalls bekämpft oder kritisierbar. Öffentlich weniger sichtbar sind die indirekten Formen, und die liegen mir heute besonders am Herzen. Sie werden deshalb
weil sie indirekt sind, weniger in Frage gestellt und wirken umso stärker, umso ungebremster. Sie gehen von vielerlei Institutionen aus, etwa von öffentlichen und privaten Dienstleistungen, Geschäften, vom Gesundheitssystem, von Schulen und öffentlichen Infrastrukturen. Denken Sie etwa an die Straßenbeleuchtung. Besonders eben von solchen, die am direkten Doing Gender nicht beteiligt sind und deren Beitrag, deren indirekter Beitrag eben, wie gesagt, nicht besonders sichtbar ist. Greifen wir auch hier ein besonders zentrales Beispiel indirekter Beiträge zur Aufrechterhaltung der traditionellen Genderordnung seitens der Institutionen heraus. Es zeigt, dass die Familie dabei oft als Vermittlungsstelle der Einflüsse fungiert. Denken wir etwa an den sozialen Rhythmus, den die als normal festgelegten Arbeitszeiten vorgeben, die weitgehend mit den Öffnungszeiten von Läden, Dienstleistungen im Gesundheits- und Erziehungsbereich, Ämtern und so weiter übereinstimmen, die ja auch Arbeitsorte sind. Folge, direkte Folge eigentlich, aber indirekt in ihrer gedachten Linie, Familien mit Kindern im Vorschul- und Schulalter kommen in einer so getakteten Umwelt nur dann über die Runden, wenn sie entweder einen Teil der Kinderbetreuung an andere Personen oder Stellen delegieren können, klassisch an Großeltern, genauer Großmütter, an Tagesmütter, haben Sie schon von Tagesvätern gehört, an Kitas bzw. Ganztagsschulen. Oder aber, wenn das nicht möglich ist, aus finanziellen, zeitlichen oder geografischen Gründen oder irgendeiner Kombination dieser drei oft sehr schwerwiegenden Faktoren, indem einer der Partner sein Erwerbsengagement reduziert oder unterbricht, wie wir das eben gesehen haben. Und wie wir schon gesehen haben, ist dies im Allgemeinen die Partnerin, oft weil ihr Erwerbsausfall weniger schwer auf dem Familienbudget lastet als jener des Partners. Die Lohndiskrimination lässt grüßen, aber nicht sie allein und oft sogar weniger kostet als die Kita. Zeige ich Ihnen eine besonders farbige Karte mit den Unterschieden der Kita-Tarife in den Gemeinden der Schweiz oder in den Bezirken der Schweiz. Und die Zahlen zeigen Ihnen, das sind die Jahrespreise für eine Familie mit mittlerem Einkommen. Die Unterschiede sind wirklich beträchtlich, jedenfalls zwischen den Extremen. Die Geschlechterstereotypen liefern dazu sozusagen das ideologische Schmieröl, also machen die ganze Geschichte akzeptabler für die Betroffenen, besonders wenn sie von beiden Partnern und vielleicht auch noch von ihrem Beziehungsnetz geteilt werden. Dass Erwerbsreduktionen auf Seiten der Frau für den Familienhaushalt weniger gravierend sind als auf Seiten des Mannes, ist natürlich aus verschiedenen Gründen so, die mit der geschlechtstypischen Ausbildung und der Lohn- und Aufstiegsdiskrimination der Frauen zu tun haben, auch mit der Subventionspolitik für Kinderbetreuung, der Sozialgesetzgebung und der geltenden Ehepaarbesteuerung und noch allgemeiner und genderferner mit der Ideologie von weniger Staat. Ein weiteres Beispiel indirekter Institutionalisierung, wiederum wenig problematisiert, aber sehr folgenreich, ist die Geschlechtersegregation in Berufsbildung und Arbeitsmarkt. Eine Mehrheit der jungen Frauen und Männer, eine Mehrheit wirklich jeder Generation der jungen Männer und Frauen in der Schweiz, wird von der Berufsbildung mit geschlechtstypisierten Fähigkeiten ausgestattet. So werden sie für die entsprechenden, ebenfalls geschlechtstypisierten Arbeitsmärkte prädisponiert. Viele weiblich typisierte Berufe gewähren mehr Flexibilität punkto Arbeitszeit und Unterbrüche, sind aber sozial tiefer gestellt und bieten schlechtere Löhne, schlechtere Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Das gilt besonders für Dienstleistungsberufe, beispielsweise im Gesundheits-, Hygiene- und Wellnessbereich. Die jungen Leute in der Schweiz erhalten also mehrheitlich eine gendertypisierte Berufsbildung und werden dadurch noch ein wenig andersartiger, als sie bereits von ihren Familien- und Schulerfahrungen gemacht worden sind. Treten sie dann in die entsprechenden Berufsfelder ein,
so werden sie unversehens auch ungleicher. Haben wir schon gesehen, auf Ebene der Ideologie. Anscheinende Diversität verwandelt sich damit, diesmal strukturell, nicht ideologisch, in Ungleichheit. All dies und anderes mehr trägt dazu bei, dass sich, wie wir eben gesehen haben, die bedingten Erwerbsreduktionen oder Unterbrüche so gut wie ausschließlich in weiblichen Lebensläufen finden, mit den entsprechenden Folgen. Sie sehen, vieles kommt hier zusammen und greift ineinander, wenn man nur die Optik genügend ausweitet. Unter uns gesagt, wäre es deshalb auch fatal, sich in Sachen Ungleichheit vor allem auf die Lohndiskrimination einzuschießen. Sie ist ein typisches End-of-Pipe-Phänomen oder Problem. Dazu eine letzte Überlegung etwas allgemeinerer Art. Das Wirken der direkten Institutionalisierung zielt auf offiziell anerkannte Leistungen der Institutionen. Schulen dienen der Bildungsvermittlung, Unternehmungen der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen, Spitäler der Heilung, alle nebenher auch den in ihnen Berufstätigen zum Verdienen ihres Lebensunterhalts und keine bezweckt die Aufrechterhaltung einer ungleichen Geschlechterordnung. Sie haben jedoch in dieser Hinsicht folgenreiche Nebenwirkungen, die durch ihre offiziellen Zwecke verdeckt werden. Diese genderwirksamen Nebeneffekte entsprechen meist unausgesprochenen, aber strukturgewordenen Normalitätsunterstellungen, etwa traditionellen Annahmen über Männlichkeit und Weiblichkeit oder über geschlechtstypisierte Familienverhältnisse. Implizite Normalitätsannahmen von Institutionen werden kaum je ausdrücklich formuliert, sie sind bloß in ihr normales Funktionieren eingebaut. Wenn institutionelles Funktionieren von Normalfällen ausgeht, von supponierten Normalfällen, ist es für anders gelagerte Fälle blind. Personen, die nach einem Modell leben wollen oder müssen, das mit derartigen Normalitätsunterstellungen nicht übereinstimmt, nicht vereinbar ist, müssen deshalb bei der Bewältigung ihres Alltags mit Problemen fertig werden, welche modellkonform lebende Personen in der Regel nicht antreffen und welche recht schwergewichtig sein können. Sodass die Aussicht auf diese Probleme, die ja jedermann im Prinzip kennt, einen starken faktischen Druck ausübt, sich dem institutionell vorausgesetzten Modell anzupassen. So funktionieren institutionelle Normalitätsunterstellungen, indem sie eigentlich unter dem Radar weitgehend der öffentlichen Aufmerksamkeit bleiben, als strukturelle self-fulfilling prophecies, als sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Sie fördern mit ihrer Wirkungsweise Situationen, die sie fälschlich als bereits existierend voraussetzen. Derartiges institutionelles Funktionieren kann es zum Beispiel sehr schwer machen, Care- und Erwerbsarbeit in einer partnerschaftlich geteilten Weise zu organisieren oder als gleichgeschlechtliches Paar zu leben oder als Alleinerziehende mit einem Kind. Wenn institutionelle Normalitätsunterstellungen eine traditionelle Genderordnung als gegeben behandeln, tragen sie also unbeabsichtigt und unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung zu deren faktischer Verewigung bei, sodass weitreichende Widerstände gegen Gleichstellung nicht nur von männlichen Interessen und von sexistischen Stereotypen in unserer Genderkultur stammen, sondern auch von strukturellen Arrangements, die sozusagen hinter dem Rücken der Individuen wirken. Also wie weiter zur Gleichstellung? Ich würde zunächst etwas salopp sagen, weitermachen, nicht auf Böken schießen, sondern in dicke Bretter Löcher bohren. Das heißt unter anderem weiter mainstreamen, nicht nur in der Politik, sondern in allen Bereichen. Beim Ausdenken jeder Maßnahme ihre Gender-Aspekte mit einbeziehen,
von Abfallentsorgung bis Zentralheizungssanierung. Und dies nicht nur mit formaler Gleichstellung als Ziel, sondern auch mit inhaltlicher. Also beispielsweise nicht nur gleiche Frauen- und Männeranteile in medizinischen Arbeits- und Ausbildungssparten und Forschungen anstreben, sondern auch gezielte Aufmerksamkeit auf Genderdifferenzen, etwa in der klinischen und pharmakologischen Forschung. Das heißt, die Medizin allgemein gendersensibel machen. Zweite Mahnung, den Sektorenblick vermeiden und interinstitutionelle Probleme mit einbeziehen, vor allem eben auch, um indirekte Institutionalisierungsformen in den Blick zu bekommen und abschaffen zu können. Drittens, analytisch am besten vom Konzept der multiplen Partizipation ausgehen. Erwachsene nehmen zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens an mehreren gesellschaftlichen Bereichen teil. Sie sind also deren oft auseinandergehenden Regeln, Ansprüchen und Funktionsweisen ausgesetzt und damit gezwungen, in ihrem praktischen Alltag zwischen ihnen zu vermitteln. Diese Konstellationen verändern sich überdies im Lebensablauf, was jeweils neue Situationen schafft. Es ist also mit einem ganzen Spektrum von Situationen zu rechnen, die typischerweise auftreten und nicht mit einer Mittelwert- oder Standardsituation. Viertens, die Komplexität der Problemlage ernst nehmen. Das heißt, nicht den Hauptangriffspunkt suchen und auf andere zu dessen Gunsten verzichten, sondern an vielen Punkten gleichzeitig ansetzen und immer auch mit Widerständen rechnen. Ein weiteres Problem will ich hier nicht behandeln, aber doch erwähnen, weil auch es hartnäckig ist. Ihre soziale Position differenziert Frauen und ihre Interessen deutlich voneinander. Es ist deshalb nicht damit zu rechnen, für jede konkrete Maßnahme die Unterstützung einer Mehrheit von Frauen zu finden, nur weil sie Frauen sind. Und zum Schluss die Frage in meinem Titel wieder aufzunehmen. Fraglich ist nicht, ob die Widerstände bei sexistisch eingestellten Männern liegen oder bei unserer Genderkultur mit stabilisierten Geschlechterstereotypen und Geschlechteridentitäten oder bei den Institutionen, welche die patriarchalische Ordnung strukturell festschreiben. Falsch ist hier das Oder. Alle drei Arten von Widerständen gegen Gleichstellung sind ernst zu nehmen und zu bekämpfen, auch wenn die institutionellen Normalitätsunterstellungen vermutlich besonders wirkungsmächtig sind und zugleich am wenigsten sichtbar und deshalb besonders schädlich sein dürften. Aus all diesen Gründen gibt es immer wieder Rückschläge und braucht es Zeit, wie eine Schnecke halt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, René, für dieses äußerst interessante, sehr intensive Referat, das ich mir jetzt noch ein paar Mal anhören werde. Ich gehe davon aus, dass wir alle viele Fragen und viel Diskussionsbedarf haben. Es ist vielleicht nicht so einfach, Sie jetzt nach diesem dichten Vortrag zu formulieren. Dennoch die Frage an Sie, Anwesende. Haben Sie jetzt konkret Fragen, Kommentare an René Levy? Wenn Sie etwas sagen wollen, komme ich mit dem Mikrofon vorbei, damit unsere Online-TeilnehmerInnen Sie auch hören. Sie haben etwas von der postfeministischen Gedanken gesagt, vor allem im Hinblick auf Interesse, zum Beispiel die Schließung von Gleichstellungsbüro. Was ist mit diesem, auch von linken Seite zum Beispiel, diese ganze Non-Binarität, die sagt wirklich, man soll im Moment nicht mehr über Frauen und Männer denken, die Welt ist viel breiter als das. Wir sollen mit diesem Frauengedanken wegkommen, und weil die Welt so anders ist, ist das auch schädlich für die Kämpfe um Gleichstellung?
ist es auch, den letzten Satz habe ich... Schädlich. Ja, ich fürchte schon. Denn ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel dieser ganze Diversity-Diskurs, der sich gerade im Human-Relation-Bereich sehr verbreitet hat, also nicht nur etwa in der feministischen Literatur, dass sich der eben doch als Verwässerung der Gleichstellungsbestrebungen auswirkt, de facto. Das ist nicht unbedingt so gemeint, aber wenn man immer gleich sagt, es geht jetzt nicht nur um Männer und Frauen, sondern es geht noch um Behinderte, um Leute aus anderen Ländern und X und Y und so weiter, und man muss alle gleichstellen und alle berücksichtigen, auch wenn sie gar nicht da sind, dann kommt das in eine Richtung, die man auf Französisch sehr schön bezeichnet, ich versuche das dann zu übersetzen, on noie le poisson, also man ertränkt den Fisch. Man schüttet so viel Wasser über das Problem, dass es gar keine Struktur mehr gibt. Und das ist etwas meine Befürchtung bei diesen Diskursen. Also es ist so, dass es in diesem Sinn gewissermaßen auch einen postfeministischen Gehalt haben kann in Diversity-Diskursen oder jedenfalls Bestrebungen, was weiß ich, zum Beispiel eben die Human Relations Verwaltung in einem Betrieb in die Diversity-Richtung zu schieben. Darf ich da gleich noch eine Frage anschließen? Weil aus meiner Sicht würde ich jetzt nicht meinen, es sei schädlich, noch mehr Ungleichheiten dazu zu nehmen, weil Gleichheit entsteht oder Gerechtigkeit entsteht ja durch die Ausweitung von Rechten auf so viel wie möglich, auf Leute, so viel wie möglich, sondern dass es ein Unterschied zwischen Machtungleichheit oder Gerechtigkeit und Andersartigkeit, Verschiedenheit gibt und dass Diversity, also du hast ja aufgezeigt, dass Andersartigkeit dann zu Ungleichheit führen kann, also Leute sind verschieden, darum werden sie halt verschieden behandelt, dass dieser Ansatz in der Diversity eigentlich schädlich ist für Gerechtigkeits- oder für Machtfragen. Würdest du dem zustimmen? Ja und nein, weil man behandelt das im Allgemeinen auf einer relativ abstrakten Diskussionsebene und da gibt es viele Probleme nicht, weil sie erst in der Praxis auftreten. Mhm. Und mein Bedenken ist eben, dass es ja darum gehen muss, dass konkrete Diskriminationen abgebaut und verhindert werden. Und die können verschiedenartig sein, verschieden funktionieren, verschiedene Formen annehmen und brauchen deshalb auch unterschiedliche Zugehensweisen. Mit einem homogenen Diskurs kommt man da, glaube ich, nicht weiter, auch mit einem Analyseschema nicht. Und deshalb bleibe ich ein wenig misstrauisch gegenüber dieser Art von Konzepten. Ja, ich komme gleich. Gibt es hier im Saal noch konkrete Fragen? Jetzt gleich noch eine. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich dich, Anja, fragen. Gibt es Fragen im Chat? Genau, also zuerst einmal gab es viele Dankeschöns, dass alles wunderbar geklappt hat, Sie alles gesehen haben und auch die Freude war groß vor dem Referat, das so zum Vorausschicken. Es gibt verschiedene Fragen. Einerseits Verständnisfragen und andererseits inhaltliche Fragen. Ich würde zuerst zu den Verständnisfragen kommen. Und zwar wurde die Frage gestellt, die kam per E-Mail, was genau Sie mit dem Begriff Postfeminismus meinen. Ja, im Prinzip einfach die Behauptung, ich würde das mal wirklich als Behauptung bezeichnen, der Feminismus sei überholt, weil die Gleichheit erreicht sei. Oder weil ein derart massives, allgemeines Einverständnis über die Notwendigkeit und Berechtigung der Gleichheit bestehe, dass man sich gar nicht mehr groß darüber kümmern muss. Übrigens kann ich ein sehr hübsches Beispiel für eine empirische Arbeit zitieren, die genau dieses belegt und diesen Zusammenhang belegt. Im Rahmen des NFP 60 gab es eine Studie über die Schulpolitik und die Geschlechtersensibilität in den Schulen der Schweiz. Und dort kam sehr deutlich genau das heraus,
neben anderen Faktoren natürlich. Die Lehrer zum Beispiel fanden sich im Allgemeinen viel zu wenig vorbereitet, ausbildungsmäßig, irgendwie mit der Gender-Thematik überhaupt zurechtzukommen. Aber es bestand unter den Lehrern und zum Teil eben auch unter den Schulleitungen bis in die Erziehungsdirektionen diese Einstellung, im Prinzip hätte man doch jetzt die nötigen Gesetze geschaffen und seien sich alle einig darüber. Und insofern sei eigentlich das Problem gelöst, was es überhaupt nicht ist. Ja, dann gibt es weitere inhaltliche Fragen. Ich stelle sie gerade weiter. Sie kommen vor allem per E-Mail herein. Eine Frage ist, welche Maßnahmen in den letzten 50 Jahren, oder es dürfen auch mehr Jahre sein, würden Sie sagen, war wie eine effiziente Art für Geschlechtergleichstellung? Würden Sie da eher sagen, das sind Proteste oder die Arbeit der Gleichstellungsbüros, juristische Klagen? Was finden Sie da hat wie gut funktioniert? Ja, das ist eine Steilvorlage für mein allgemeines Argument, dass eben gar kein Ranking von Maßnahmen vornehmen will, sondern sagen muss, dass die Komplexität der Problematik, die ja wirklich sehr hoch ist, macht es nötig, alles zu versuchen und nicht zu beginnen zu überlegen, ist das gut, ist jenes weniger erfolgreich und so weiter, weil das hängt ja auch immer von ganz vielen Faktoren ab. Das hängt nicht nur an der Maßnahme selber, sondern wer sie trägt, wer dagegen ist und was die allgemeinen Kontextbedingungen sind, sodass ich wirklich sagen müsste, es bringt nicht viel. Ich meine, man kann das wissenschaftlich zu untersuchen versuchen, wird nicht sehr leicht sein, weil um die Effizienz von Maßnahmen oder von Vorstößen zu beurteilen, braucht man relativ klare Kriterien, die gibt es nicht in allen Fällen. Und für die Praxis finde ich die Frage eigentlich eher irreführend. Darf ich hier vielleicht noch anknüpfen, wenn nichts Dringendes gleich ist? Du hast ja aufgezeigt, wie interdependent all diese sozialen Bereiche, also Erwerbsleben, Familie, Bildung, einerseits die Institutionen, andererseits eben auch die Meinungen, die Stereotypen und das institutionelle Doing Gender sind. Insofern würde ich sagen, gibt es gar keine Möglichkeit, als auf allen Ebenen verschiedene Maßnahmen durchzuführen. Also es braucht Proteste auf der Straße, würde ich sagen. Es braucht institutionelle Maßnahmen und es braucht auch Bildungsmaßnahmen gegen diese Gender-Normen, weil ja auch alle institutionellen Bereiche zusammenhängen. Genau. Das ist genau eigentlich mein Argument. Ja. Gibt es Kommentare von Ihrer Seite hier im Saal? Gibt es weitere Kommentare, Fragen? Genau, jetzt geht es so los. Genau, es hat ganz viele Anmerkungen. Ich muss schauen, dass ich diese überhaupt alle zusammenbringe. Es gibt eine Frage, wie Sie aus soziologischer Sicht den Ursprung von Misogynie deuten oder sehen. Oder was ist da der Ursprung dahinter? Oder wie entsteht das überhaupt? Die Frage nach den Anfängen. Das ist im Prinzip die Frage nach der Menschheitsgeschichte und nach der Entwicklung von Gesellschaftsformen. Und darüber weiß man natürlich sehr wenig, auch wenn immer wieder Autoren auftreten, die behaupten, sie wüssten das. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass in den Anfängen der Menschheit mit höchster Wahrscheinlichkeit noch keine Misogynie bestand. Es ist eine spätere Erfindung von menschlichen Gesellschaften, die aufgetreten sein muss im Verlaufe ihrer größeren Komplexität, von ihrer Struktur her und besonders im Verlaufe des Übergangs von Jäger- und Sammlertechnologien des Überlebens zu landwirtschaftlichen Techniken, auch ganz einfachen. Besonders dann, wenn die Landwirtschaft auf festem Bodenbesitz beruht. Also es besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen der strukturellen Komplexität der Gesellschaftsordnung und der Unterordnung der Frauen. Aber wie das genau dazu kommen
gekommen ist, weiß ich nicht. Ich kann nur eine allgemeine soziologische Hypothese formulieren. Wenn ich das Problem habe, meine Macht in einer Gesellschaft zu sichern, ist es ein Vorteil für mich, wenn ich die Hälfte, also die Kontrolle der Hälfte meiner Bevölkerung schon mal an die andere Hälfte delegieren kann und nur noch diese andere Hälfte kontrollieren muss. Also es liegt irgendwie in der Machtlogik, dass man relativ große Bevölkerungsgruppen diskriminiert. Ob das zur Erklärung reicht, kann man bezweifeln, aber es ist ein Weg. Genau, dann wird im Chat auch diskutiert, eben so diese Frauen, die sich eben auch mit dem traditionellen System solidarisieren, dass man dort ja, auch mittut oder da sich dann auch gegen Gleichstellungsmaßnahmen wehrt. Das würde auch wieder zurückgehen auf Ihre These mit diesem unsichtbaren Doing Gender oder das institutionalisierte Doing Gender. Sicher, und es hat mit der Sozialisierung zu tun, es hat mit der allgemeinen, eben der gegenderten Weltsicht zu tun, die in unserer Gesellschaft noch weitgehend besteht. Es mag auch zum Beispiel mit der sozialen Stellung von Frauen zu tun haben. Also es macht für eine Frau sicher die Sache leichter, gewissermaßen eine patriarchalische Mentalität zu vertreten, um das mal so zu sagen, wenn es ihr relativ gut geht, wenn sie relativ privilegiert ist, sodass aufgrund eben der Privilegierung sie wenig Zwänge antrifft in ihrem persönlichen Leben, die ihren Bewegungsspielraum einschränken, weil ihr das eben ganz konkret und real das Gefühl geben kann, es genügt, dass ich etwas will, um es auch zu erreichen. In diesem, ich wollte dich fragen, ich weiß nicht, ob das deine Analyse war oder Kate Millets Analyse mit den Metzgern und den Lastwagenfahrern. Mhm, ich finde Millett. Das ja eine sehr steile These zu sagen, je tiefer der soziale Status eines Mannes, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich auf sein Mannsein zurückziehen muss. Weil, also ich meine, wir alle kennen viele Männer mit sehr hohem sozialen Status, die sehr misogyn sind und die sich sehr auf ihr Mannsein zurückziehen. Natürlich. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch gerade in tieferen Schichten viel mehr Solidarität unter Umständen und gemeinsamen Kampf von Männern und Frauen in sozialen Bewegungen. Oder gibt es noch? Nein, ist das sozialromantisch? Oder? Zum Teil ja, weil ja. Es gibt das alles, völlig unwidersprochen. Ja. Aber mehrheitlich stellt man eben in vielen Untersuchungen zum Beispiel eine Korrelation fest zwischen dem sozialen Status, also der Schichtlage der Männer und Frauen und der Akzeptation männerfördernder und frauendiskriminierender Einstellungen. Und dann wäre es also unterschiedlich. Übrigens, je höher der Status der Frau, desto diskriminierter. Darf ich mit einer Anekdote? Ja, gerne. Als ich Zürich gerade verließ, also Ende der 70er Jahre, war Kaufmann, glaube ich, Stadtrat. Ich weiß nicht, ob du dich nicht daran erinnerst. Nicht die Kaufmann, der Kaufmann. Der Kaufmann, nicht die Kaufmann, klar. Und der hat eingeführt als eine der ersten Maßnahmen, Tramkondukteurinnen einzustellen. Ein Aufschrei des VPOD, der Sektion Tram. Die Universitätsgruppe des VPODs, die damals ganz frisch gegründet war, wollte ein Go-In machen bei der Sektionssitzung. Sie wurde nicht eingelassen. Und zwei Tage später hat dann der Zürcher VPOD ein Kommuniqué herausgegeben, es sei überhaupt nie um die Frauen gegangen, sondern nur darum, dass der Kaufmann sich nicht darum gekümmert hätte, dass er die Gewerkschaft zuerst hätte fragen sollen, ob er das machen dürfe. Mhm. Also in den Gewerkschaften gibt es eine alte, lange Tradition der Frauenbeherrschung. Mhm. Das können Ihnen sicher alle Veteraninnen von Frauensektionen, Frauengruppen bestätigen. Mhm. Mhm.
Gut. Was nicht heißt, dass es nicht auch eben schöne Beispiele von Solidarität gab. Ja. Gut, danke schön. Weitere Fragen, Anja? Genau, es hat sich gelohnt, auch zu öffnen, nicht, dass man in den Chat schreiben muss, sondern auch per E-Mail. Da kommen viele Fragen auch rein. Eine Zuschauerin stellt die Frage, was Sie von dieser Aussage halten. Sie schreibt, die Angleichung des Rentenalters der Frauen an die der Männer oder die Einführung der Militärdienstpflicht für alle würde die Gleichstellung auch in anderen Bereichen voranbringen, wie zum Beispiel der besseren Aufteilung der Care-Arbeit, wie Sie das einschätzen. Ich sehe nicht genau, wie der Zusammenhang hergestellt sein soll zwischen dieser Maßnahme. Es ist völlig klar, dass der Streit um die Maßnahme jetzt in erster Linie ein Einfluss, ein Machtkampf ist, ein politischer, und es nicht wirklich darum geht, was dieses Jahr mehr oder weniger im konkreten Leben der Menschen bedeutet. Natürlich bedeutet es etwas, ich will nicht sagen, das sei gleichgültig, aber es bedeutet relativ wenig, nur ist es jetzt ein wichtiges Verhandlungsobjekt. Und ich glaube, das macht die Sache so, so politisch interessant und umstritten. Ich hätte wirklich Mühe, also müsste mir überlegen, welche Zusammenhänge man da finden kann. Sind wahrscheinlich ziemlich indirekt. Es gibt zwei Fragen im Raum, wo ich gerne weiter krebs da. Ich habe die Aussage gehört, dass eine Institution ein großes Ansehen hat oder auch ein Beruf ein großes Ansehen hat, und wenn dann die Frauen eindringen, dann sinkt das Ansehen. Das Beispiel die Politik. Früher war die Politik eine sehr wichtige Macht in unserer Gesellschaft. Jetzt sinkt es langsam, die Wirtschaft wird mächtiger, der Frauenanteil wird höher. Das beobachtet man auch in gewissen Berufen. Gibt es da einen Zusammenhang, dass wenn mehr Frauen drin sind, dass dann das Ansehen sinkt? Ich glaube, es gibt den Zusammenhang schon, aber ich kenne eigentlich keine systematischen Studien darüber. Nur ist es ein Zusammenhang, der vor allem auf der Prestige-Ebene oder jedenfalls vorab auf der Prestige-Ebene stattfindet. Und das ist, ich glaube, dass es gibt dafür Beispiele mit vielen Berufen, die stark feminisiert wurden. Deshalb habe ich auch das Wort Feminisierung nicht sehr gern, weil man es heute auch dann verwendet, wenn einfach der Frauenanteil sich allmählich der Gleichproportionalität annähert. Und das ist noch keine Feminisierung für mich. Nur glaube ich nicht, dass damit automatisch auch die Macht umgestaltet wird. Und wenn zum Beispiel heute die Politik an Macht verliert gegenüber der Wirtschaft, hat das mit dem Einzug der Frauen in politische Gremien nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir in einer Zeit der unheimlich weit getriebenen Globalisierung leben, mit einer Explosion der Macht, der finanziellen und strukturellen Macht von multinationalen Unternehmungen gegenüber den Staaten, die anders als multinationale Unternehmungen nicht mobil sind auf dem Globus. Die Staaten hocken auf ihren Territorien und können nicht woanders hin, wo sie weniger Ausgaben haben, während die Multis ihre Steuern optimieren können und so weiter. Und dort finden ganz massive Machtverschiebungen statt, die die Menschen natürlich auch erfahren und die in der Bevölkerung zum Beispiel das Gefühl zunehmen lässt, dass Politik eigentlich irrelevant wird, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, was man abstimmt zum Beispiel, weil das dann von völlig anderen Dingen abhängt. Zum Beispiel, dass die Schweiz ihre Gesetze der EU angleicht oder dass die amerikanische Zentralbank eine Zinserhöhung beschließt und wir nachziehen und so weiter und so fort. Ich glaube, dort finden die großen Machtverschiebungen statt. Und die haben nun mit der Frauenemanzipation wirklich nichts zu tun. Dankeschön. Eine weitere Frage. Bei den Untersuchungen von Aussteigen bei ersten Geburt, hat man auch versucht zu schauen, zu kontrollieren für Einkommen? Sagen wir, wenn es um Paare geht, ist das immer die Frage, also
Causation, Correlation zu unterscheiden. Wenn jemand aussteigt, ist das die Frau oder ist das die Person mit niedrigem Einkommen? Kann man für Nein, es ist fast immer die Frau. Es ist sehr selten der Mann. Die Frau hat den niedrigen Einkommen oder gibt es, wenn es der Mann, also unter den Paaren, ja, wenn der Mann ein niedriges Einkommen hat, würde der Mann aussteigen oder Frau? Ja, nein, ich glaube, es ist das ökonomische Kalkül spielt nicht die einzige und wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt die ausschlaggebende Rolle. Weil ja auch ganz andere als monetäre Mechanismen auf die Paare einwirken, sich durch das Aussteigen der Frau an die Situation mit den Kindern anzupassen. Aber konkrete Zahlen habe ich jetzt dazu nicht im Kopf, das ist mir zu differenziert, als dass ich das auswendig wüsste. Nur wie gesagt, es gibt eine Reihe anderer Faktoren, die mitwirken und wer im Paar mehr verdient, ist ein Faktor unter vielen, der nicht den Ausschlag gibt. Anja, gibt es weitere Fragen? Ja, es gibt weitere Fragen. Ich hatte vorhin eine Frage übersehen, die weiter oben war. Ich wurde jetzt da darauf hingewiesen, das ist eine Frage, die scheint sehr wichtig, was Sie von Quoten halten. Es gab eine Diskussion hier im Chat, dass die einen sagten, ja, das kann als Maßnahme wie bei Corona, dass man jetzt Masken trägt, kann sehr wichtig sein als Übergang, bis es nachher Veränderung wieder gibt. Wie sehen Sie das? Ich glaube schon, dass es in vielen Bereichen Quoten braucht, weil man doch ziemlich deutlich sieht, erfahrungsgemäß, dass es aufgrund von Selbstkontrolle, die ja ein großer Fetisch der schweizerischen Wirtschaftspolitik vor allem ist, und aufgrund von Wochenendseminarien in den Human Relations nicht reicht im Allgemeinen. Und die Erfahrung zeigt übrigens auch, es gibt Studien dazu, die ich nicht selber gemacht habe, dass wenn Quoten vernünftig angewendet werden, natürlich nicht völlig blind, dass man jetzt einfach um jeden Preis Frauen herschafft, auch wenn sie die Qualifikationen nicht haben und so weiter, und darum geht es ja auch gar nicht mit den Quoten, dass die Erfahrungen gut sind, oder? Dass die Biodiversität gewissermaßen wächst in den Teams und dadurch die Qualität ihrer Arbeit. Der Quotenmechanismus, so wie er im Allgemeinen propagiert und auch durchgeführt wird, wenn er mal durchgeführt wird, geht ja immer so, dass man sagt, bei gleicher Qualität, bei gleichen Kompetenzen und so weiter, gibt man der Frau den Vorzug bis zu dem und dem Prozentsatz. Also geht das überhaupt nicht auf die Kosten der Qualität. Und man macht es nur dort, wo die entsprechenden Kandidaturen vorliegen. Insofern sticht für mich jedenfalls das Problem, das Argument überhaupt nicht, dass man sagt, dass man damit die Qualität vertieft, senkt. Genau. Dann gibt es noch eine Frage. Sie haben es kurz Sie sind kurz darauf eingegangen auf Corona, die Auswirkungen von Corona auf die Kinderbetreuung. Sie haben dort auch Studien erwähnt. Es wird die Frage gestellt, was denken Sie, sind langfristige Auswirkungen? Sie haben diese Berufsverläufe oder Erwerbsverläufe auch gezeigt. Was denken Sie als Soziologe, was sind da die langfristigen Auswirkungen? Das finde ich wirklich zu schwierig zu sagen, weil das hängt von so vielen anderen Dingen ab. Das hängt davon ab, wie man aus der Pandemie aussteigt. Es ist ja nicht in erster Linie eine Frage der Mentalitäten, die Corona-Zeit vielleicht mit der Zeit vergessen, wenn nicht gleich eine andere Pandemie auftritt. Das ist so schwer vorherzusagen. Und ich glaube nicht, dass sich gesellschaftliche Strukturen dadurch massiv verändern. Man müsste schon konkretere Bereiche ansehen, zum Beispiel das Homeoffice. Nun, Homeoffice, das geht für bestimmte Berufe sehr gut, für andere überhaupt nicht, weil Präsenz nötig ist, sonst kann man den Beruf gar nicht ausüben. Es ist eine sehr ambivalente Geschichte, weil die einzelnen
Berufstätigen Vorteile dazu haben können. Sie sparen zum Beispiel den Arbeitsweg, der nicht bezahlt wird und oft eben doch entgegen schönen Argumenten auch nicht irgendwie produktiv genutzt werden kann, weil man nicht ohne weiteres 3/4 Stunden ruhig im Zug sitzt, sondern vielleicht stehen muss oder dreimal wechseln muss und gar keine Zeit hat, für ruhig sich auf etwas zu konzentrieren. Es ist eine auf der anderen Seite der Bilanz, es ist eine Kolonisierung der Privatsphäre durch die Arbeitswelt. Es ist eine Situation, die die Schichtabhängigkeit, zum Beispiel der Qualität der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, sehr viel stärker macht, als wenn die Eltern woanders als zu Hause arbeiten und die Kinder bestenfalls, würde ich sagen, auch nicht unbedingt zu Hause ihre Aufgaben machen müssen, sondern in einem begleiteten Schema in der Schule oder um die Schule herum und so weiter. Auch das ist relativ komplex und deshalb finde ich es fast unverantwortlich, eine Prognose machen zu wollen. Ich habe eine Frage, die wieder zurückführt auf etwas, das wir schon besprochen haben im Zusammenhang mit der Diversität. Du hast ja klar gesagt, es braucht für jedes Ungleichheitsverhältnis, also Frauen und Männer, ein separater Blick und nicht einfach quasi eine Agentur oder ein Diversity-Bündel von verschiedenen Ungleichheiten. Ich kann das nachvollziehen. Ich frage mich aber, ob du mit dem Begriff Intersektionalität auch arbeitest, weil es ist ja klar, dass man eben Frauen-Männer-Beziehungen, das Geschlechterverhältnis nicht unabhängig von anderen Ungleichheiten, zum Beispiel Rassismus oder zum Beispiel Behindertenfeindlichkeit oder Homophobie und Transphobie sehen kann. Und das kann man ja nur zusammen dann zusammen bekämpfen. Man kann ja das nicht feinsäuberlich herauspicken, das Geschlechterverhältnis. Wie siehst du das? Also ich behaupte nicht, das völlig klar zu sehen. Ich bin auch kein Spezialist dieser Fragen. Ich bin schon gar nicht ein Spezialist der Diversitätspraxis. Aber ich habe nur Bedenken, die ich äußern kann. Und die Bedenken gehen eben schon in die Richtung, dass auch der ganze Intersektionalitätsdiskurs, den ich für meinen chauvinistisch-soziologischen Geschmack, also als Soziologe chauvinistisch, nicht als Mann, hoffe ich, viel zu philosophisch und zu wenig soziologisch ist, so wie er im Allgemeinen gepflogen wird. In der Soziologie ist es eigentlich eine sehr alte Geschichte, dass man von verschiedenen Diskriminationslinien spricht und sich dafür interessiert, sie untersucht auch, die nicht nur unbedingt parallel bestehen, sondern sich überkreuzen können, die sich auch zum Teil gegenseitig aufheben können. Das wird in der Intersektionalitätsdebatte, soweit ich sie gesehen habe, kaum thematisiert. Was mich bei den wenigen Lektüren, die ich in diesem Bereich gemacht habe, in der Literatur, etwas hungrig bleiben lässt, das ist jetzt französisch gedacht, ist eben der Eindruck, dass man das mit einer gewissermaßen einem allgemein philosophischen Blick betrachtet und nicht mit einem Sensorium dafür, dass sich die Probleme in der konkreten Praxis auch konkret darstellen und nicht einfach auf einer allgemein begrifflichen Ebene, sodass man auch mit diesen allgemeinen Begrifflichkeiten wahrscheinlich viel zu wenig Hebelwirkung hat auf die konkreten Probleme, die sich in einem Betrieb hier und heute stellen. Und ob meine Idee, dass man gewissermaßen jede Diskrimination für sich behandeln muss, das ist ja nicht genau die Idee. Wie weit die praktikabel ist, ist eine andere Frage. Aber wenn ich Diversitätsverantwortlicher wäre in einem Betrieb und auch Chancen hätte, die Betriebsleitung zu beeinflussen, dann würde ich versuchen, zuerst mal konkret zu untersuchen, welche Diskriminationsphänomene gibt es in unserem Betrieb,
damit ich nicht völlig andere Probleme noch mitbehandle, die sich gar nicht stellen. Und dass ich mich auf die auch einlassen kann und verstehen kann, weshalb die weiter bestehen oder entstanden sind und so weiter, sodass man gewissermaßen ein maßgeschneidertes Paket von Maßnahmen entwickeln muss. Das wäre meine Idee. Dankeschön. Es ist heiß da drin. Wir fragen, gibt es noch weitere wichtige Kommentare oder Fragen im Chat? Nein, Kommentare ist mehr, dass sich die Leute bedanken, dass sie auch online sehr gut teilnehmen konnten und viele Fragen aufgenommen wurden und dass alles wunderbar geklappt hat. Genau, und vor allem waren viele auch sehr erfreut, dass das Publikum, hier ist es zwar nicht jetzt so gemischt, aber dass es zu Hause vor dem Bildschirm gemischt aus verschiedenen Bereichen ist. Gut, jetzt haben wir noch eine allerletzte Frage oder einen Kommentar, den wir nicht missen möchten. Ja, zuerst vielen Dank für das sehr anregende Referat. Mir sind vor allem wieder zwei Dinge bewusst geworden. Und da würde ich auch gerne dann nochmals eine vertiefende Positionierung hören. Das eine, da beginne ich mit dem unter uns gesagt, das ist immer das Interessanteste, dem Hinweis nämlich, dass gleichstellungspolitisch es wenig sinnvoll und effektiv ist, sich ausschließlich auf Lohndiskriminierungen zu konzentrieren, weil in der Lohndiskriminierung, wie wir wissen, ein ganzes Bündel an schlechter Stellungen, mangelnde Chancengleichheit bis zu Diskriminierungen bis zum bisherigen Leben und den künftigen in Bezug auf die Renten zusammenkommen. Ich denke, zum einen ist das nicht nur ein unter uns gesagt, ein charmantes, sondern eines, das wir in Gleichstellungsstrategien wieder mal mitbedenken müssen, aber auch Acht geben müssen, dass das ja auch ein Argument ist vieler Personen, die sich gegen griffige Lohngleichstellungsmaßnahmen wehren, weil sie eben sagen, und dann kommt die Diskussion erklärbar, nicht erklärbare Faktoren und sagen, das ist halt so das Leben und uns interessiert in der Lohndiskriminierung nur die sogenannten nicht erklärbaren Faktoren. Also das ist eine Falle. Und die andere Falle, oder was mir wieder besonders aufgefallen ist, der Versuch ja über gerade auch statistische Entwicklungen aufzuzeigen, eigentlich ist die Gleichstellung ja ein Prozess, der sich linear entwickelt und wir können zeigen, es nehmen die Vorbehalte gegenüber berufstätigen Müttern ab. Sie sind noch da, aber wenn wir beginnen bei 1970 oder wo wir auch immer beginnen, dann nimmt das ab. Wir können auch Lohngleichheitsstatistiken so formulieren, dass sie eher steigend und die Diskriminierungsrate sinkt. Also ein Bedürfnis häufig darzustellen, es braucht halt Geduld und man kann Verhältnisse, die sich jahrhundertelang entwickelt haben, nicht von heute auf morgen verändern. Und das hat ja etwas auch, das einen einschläfern soll, einen auch das Kämpferische nehmen soll und auch die Brisanz des Themas. Ich wäre froh, wenn du zu beiden Aspekten noch etwas sagen könntest. Ja, bitte, bitte. Also vielleicht zum Ersten, ich hoffe, dass ich den Zweiten dann nicht vergesse unterwegs. Ich finde persönlich, dass die erste Falle bei dieser Diskussion über Lohnungleichheiten schon in der Übereinkunft besteht, dass man jetzt statistische Analysen als Kriterium verwendet. Denn welche Faktoren man einbezieht zur sogenannten Erklärung, das ist ja nicht ein fester Satz. Man kann immer noch weitere Faktoren ins Feld führen, die man irgendwie zu messen versucht. Die andere Frage ist, wie zuverlässig man die alle messen kann. Das ist oft gar nicht der Fall. Sodass man eigentlich mit den statistischen Resultaten sehr leicht in Bereiche kommt, wo man Ungenauigkeiten mit Sicherheit in den Daten hat, die mit der Messgenauigkeit zu tun haben, aber nicht mit der Rechengenauigkeit und die man gar nicht richtig erfassen kann. Weil die Indikatorproblematik, die wird kaum je diskutiert in dieser Geschichte. Und es ist eine sehr problematische Sache
Und ich finde, man verlangt von den statistischen Analysen eine Zuverlässigkeit, die sie gar nicht bieten kann. Und dazu kommt eben, dass man wahrscheinlich wirklich ich kenne das berühmte LOGIP-Instrument nicht im Einzelnen. Der Vorteil davon ist vermutlich, dass es auf Betriebsebene angewendet wird und vielleicht dort die Verhältnisse klarer sind, man weniger mit Mittelwerten, die alles ohnehin verschleiern, arbeiten muss, sondern mit den konkreten Zahlen. Aber sehr oft arbeitet man nicht mit den individuellen Daten, sondern mit irgendwelchen schon zusammengestellten. Da müsste man jetzt vielleicht noch für Nicht-Eingeweihte sagen, bei LOGIP handelt es sich um ein Instrument zur Feststellung der Lohngleichheit in einem Betrieb. Ja, genau, das von vom Eidgenössischen Büro für Gleichheit verteilt wird. Also wenn man in die sogenannten unerklärten Bereiche kommt von, weiß ich, 7-10%, dann ist das schon eine sehr kleine Differenz, die mir aber sehr unwahrscheinlich vorkommt, wenn man sie auf konkrete Betriebe, konkrete Branchen, auf einzelne Regionen und so weiter betrachtet. Und die andere Geschichte ist dann eben doch auch die, dass man vielleicht wirklich mit der Zeit dazu kommt, die Lohnunterschiede bei sehr vergleichbaren Profilen sehr klein zu machen. Und damit hat man die Frauendiskrimination noch lange nicht geregelt. Und das scheint mir die größte Falle zu sein in dieser Diskussion. Deshalb finde ich, es ist doppelt gefährlich, sich in erster Linie auf diese Lohngleichheits- oder Ungleichheitsdiskussion zu konzentrieren. Jetzt musst du mir die zweite Frage doch noch mal in Erinnerung rufen. Die Frage des Bedürfnisses, Gleichstellungsthemen als linearen Prozess. Aha, ja. Und damit eine Frage der Dauer, ja. Darzustellen. Ein linearer Prozess ist ja auf gar keinen Fall, das ist klar. Deshalb habe ich eigentlich auch so viel Gewicht auf das Thema der Widerstände gelegt. Das ist eigentlich ein allgemeines Merkmal der aller sozialen Zusammenhänge. Wenn sich etwas entwickelt oder wenn sich etwas nicht entwickelt in irgendeinem sozialen Bereich, es muss überhaupt nicht die Genderfrage sein, dann ist es nicht, also es ist einfacher, wenn ich nur von einem Fall spreche, wenn sich etwas nicht entwickelt, also zum Beispiel die Gleichheit oder die Ungleichheit gleich bleibt, dann resultiert das kaum je daraus, dass nichts zu diesem Thema passiert. Sondern es ist ein dynamisches Gleichgewicht, wenn es ein Gleichgewicht ist, also wenn es statisch ist. Das heißt, die verschiedenen Kräfte, die verschiedenen gesellschaftlich sich manifestierenden Kräfte oder Interessen, gleichen sich an einer Stelle aus, die macht, dass es so ist und so bleibt. Und wenn sich in dieser Kräftekonstellation etwas ändert, weil die eine Seite sich stärker mobilisiert als die andere oder was immer, dann verschiebt es sich eben. Also es ist in keiner Weise eine Art natürlicher Trend, den man extrapolieren kann, wenn es geht auch noch linear und bei dem man gemütlich am Rand sitzen bleiben kann und abwarten, bis es soweit ist. Außerdem, ich glaube, Patricia Schulz hat das mal für die Universität Genf ausgerechnet, wie viele Jahre es dauern würde, wenn man darauf wartet, dass die Gleichheit sich von selbst einstellt. Sie ist auf einige tausend Jahre gekommen, glaube ich. Also das ist einfach ein falsches Bild, dass das einfach immer so weitergehen würde, ohne große Anstrengungen. Gut, vielen herzlichen Dank, René, für diese Ausführungen. Die Zeit ist jetzt fortgeschritten, also wir müssen jetzt noch einen Moment abwarten. Wir können jetzt nicht weiter arbeiten. Ich möchte gerne darum jetzt diesen Abend beschließen. Ich bedanke mich aber sehr, sehr herzlich für dieses dichte, spannende und sehr
sehr, diese sehr tiefgehende Analyse, die du uns geboten hast. Alle werden sich freuen, dass dieser Bibliothek aufgezeichnet wird und in einer bis zwei Wochen wohl auch aufgeschaltet auf unserer Webseite. Sie können also diesen Talk nochmal nachhören, falls Sie jetzt das eine oder das andere nicht mitbekommen haben. René Levy hat auch ein Begleitdossier gemacht für diesen Talk. Auch dieses wird aufgeschaltet und seine PowerPoint-Präsentation auch oder ersetzt das Begleitdossier, die Präsentation? Nein, ich würde eher vorschlagen, dass ich euch ein Exemplar des Textes schicke, in das die wirklich informationstragenden Elemente des PowerPoints integriert sind. Vielen Dank, da sagen wir sicher nicht nein. Und das werden wir dann auch aufschalten. Und Sie alle, die hier waren, Sie alle, die zu Hause zugeschaut haben, werden von uns einen Link bekommen, wo Sie dann die Aufzeichnung und das Referat und das Begleitdossier herunterladen können. So, es bleibt mir nur noch ganz herzlich zu danken, dir, Röne, Ihnen, die im Saal da sind, Ihnen, die am Bildschirm dabei waren, allen, die im Chat intensiv diskutiert haben und natürlich den TechnikerInnen, dass alles so gut geklappt hat. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gut zu Hause, haben Sie einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.